Das ergibt sich nicht nur Sinn, sondern auch Cosin. Was? Sinus, Cosinus. Cosinus. Musst du das auch ganz sagen. Ja, auf Taschenrechner steht ja immer nur Sinn. Du hast gesündet. Ich finde dich absolut nicht witzig. Ich weiß, aber das ist der Charme von uns. Weißt du übrigens, wenn du so tauscht, ne, zwischendurch, wenn der Gegner gerade besiegt wurde und du tauscht, bei Pokémon Gelb kommt erst das gegnerische Pokémon raus. Das ist komisch. Und hier kommt erst meins. Shadow Ball. Tempest. Hadouken. Na super, endlich mal eine gute Attacke. Und Thunder Punch. Ist er tot? Kann ich mir vorstellen. Ja, ergibt Sinn. Warum ergibt das Sinn? Keine Ahnung. Vielleicht es einfach ist nur, weil und bleibt ein Rätsel. Es ist und bleibt eine Brezel. Oh, ich hätte gerne Brezel. Ich auch. Ich habe gerade erst gegessen, aber trotzdem. Ich nasche in der Woche übrigens nicht mehr, wo wir gerade bei sowas sind. Ich zwinge mich dazu, in der Woche von Montag bis Donnerstag nicht zu naschen. Und deswegen kann ich ohne schlechtes Gewissen freitags, samstags, sonntag naschen. Das klappt wirklich bei mir. Also ich habe kein schlechtes Gewissen dann. Sonst hatte ich immer schlechtes Gewissen. Ja, ich finde es schön, dass das klappt. Sehr schön. Ich trinke so viel Eistee, das ist sowieso irrelevant bei mir. Ja, gut, ich habe jetzt Eistee getrunken, damit habe ich mich schon obsoletiert. Kann man das so sagen? Kann man. Muss man nicht, aber kann man. Ich rede gerade wieder viel, aber das muss sein. Ja, das ist quasi unser Job hier. Reden. Reden ist so unser Ding, weißt du? Ja, das machen wir so ab und zu mal. Hey, wir haben gleichzeitig eine VM benutzt. Voll cool. Wir sind voll synchron. Alter. Healing, Healing. Heal, please, heal, please. Bei Team Fortress 2 auf E. Stimmt, das könnte man auch online spielen, Team Fortress. Hab ich auch, aber mein Laptop ist im. Mein Schlepptop ist im Arsch. Und ich krieg den ja nicht geplättet. Okay, das ist so. Ich weiß nicht warum, weil ich habe eigentlich die CD, die ich bräuchte. Ich habe das mit der einen CD schon mal gemacht, aber es klappt nicht. Ich weiß nicht warum. Ich leg die ein und der startet das nicht. Und ich kann das auch vom BIOS aus irgendwie nicht machen. Komisch. Ich verstehe auch nicht warum. Ganz komische Sache. Nervt mich auch sehr. Ja, sonst halt. Einer von uns spielt und andere liest vor oder so. Das könnte man ja auch machen. Wir können ja auch zwischendurch wechseln. Oder wenn wir Mario Party spielen, das zusammen. Ja. Uns wird schon was einfallen. Wenn wir das vielleicht öfters machen, dann haben wir sowieso genug Zeit dafür. Also ich wäre sehr für Mario Party. Ja, ich auch. Die habe ich schon lange nicht mehr gespielt und würde ich gern wieder. Ja. Hatte ich auch selbst nie. Ja, ich hatte halt irgendwie 1, 2, obwohl. Ich glaube, ich habe 2 und 3 nur immer so gespielt. Ich hatte nur 1 und 4 und 6 oder so. Es gibt jetzt schon 8 oder 9. Ja. Die neuen sind nicht so gut. Nee, ich habe das auch schon mal auf der Wii probiert. Ja. Bei den Kindern eines meines quasi Onkels. Das ist quasi Onkel? Meines quasi Onkels. Ja. Ist das wie quasi Modo, nur nicht so hässlich? Nein, das ist von der Bruder meines. Ich weiß. Die Vaters, wobei die beiden ja nicht verheiratet sind, meine Eltern, meine Mutter und er. Und deswegen ist es ja quasi. Weißt? Dein Stiefonkel. Sozusagen. Geil, Shadow Ball killt die. Besiegt sie mit einem Schlag. Macht sie unmächtig. Macht sie unmenschlich. Das auch. Ich meine, sind ja Steine, also eigentlich sind sie schon unmenschlich. Ein Bärchen, lasst es uns zerquetschen. Der ist so niedlich. Guck dir das mal an, wie niedlich der ist. Der ist so niedlich. Gott, ist der niedlich. Gott, der ist ein Normaltyp. Gott, ich hasse ihn. Vogel. Ich muss schon sagen, Tauboka ist schon ziemlich schwach. Also kriegt er, ich hoffe, ich kriege auch nochmal eine andere Nicht-Geist-Angriffsattacke und die würde ich dann gerne gegen Nightshade tauschen. Ich weiß nicht, guck doch in deinen Tams, ob du noch irgendwas hast, was praktisch ist. Stimmt, das könnte ich auch mal machen. Ich denke an sowas auch nicht, dafür bräuchte ich irgendwas mit Special, ne? Ja. Shadowboard zum Beispiel. Witzig, witzig. False Swipe, was ist denn das? Normaler Trick. Hat sich erledigt. Snatch, was ist denn Snatch? Normalattacke oder was ist das? Unlicht. Unlicht. Reduce Steals Effects on any healing. Ah, langweilig. Drain Punch ist eine Power-Attacke. Ja. Shadow Claw. Auch physisch. Bringt aber nichts. Payback? Auch physisch. Sleep Talk und Erholung oder sowas wäre natürlich schön. Nee, Sleep Talk war.
Doch, da muss ich selbst schlafen. Ja. Traumfresser bräuchte ich. Ich habe Hypnose. Stimmt. Luck. Ich habe keine guten Special-Attacken. Nö, sieht nicht so aus. Scheiße. Verzeihung. Fuck. Weil das so viel besser ist. Das ist sogar schlimmer. Es ist eine andere Sprache, deswegen ist das okay. Hier spricht ja keiner Englisch. Englisch ist ja nicht so beliebt. Ja, weil der ganze Spiel ist ja nur auf Englisch. Das stimmt. Ne, wieso? Der heißt Graveler. Und ich habe gerade Meani gerufen. Mhm. Jetzt mache ich Fiegt. Fiegt. Und jetzt mache ich Sardorf-Ball. Ja. Ja, aber was ich auch nochmal irgendwie entweder eine Umfrage oder sowas machen möchte, ist, ob die Leute das besser finden, wenn wir die Spiele halt auf Deutsch spielen oder auf Englisch. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwann mal Poker und Platin machen, das funktioniert auf Englisch und auf Deutsch. Mhm. Deswegen würde ich dann halt gerne wissen, was den Leuten besser gefällt. Ob wir das in unserem herrlich schlechten Englisch vorlesen sollen oder ob wir das dann halt auf Deutsch spielen sollen. Ich wäre ja eher für Englisch, dann lerne ich das noch ein bisschen eben, weiter. Das wäre halt der Vorteil von Englisch, dass wir das so ein bisschen lernen. Ja, aber es gibt halt Leute, die wollen das auf Deutsch, weil sie sich nicht anstrengen wollen, kann man so sagen. Die sind dann ein bisschen faul. Kann ich auch verstehen. Ich habe manchmal auch keinen Bock, was Englisches da anzugucken, vor allem Let's Play, weil das halt lange geht, wenn man sich das anguckt. Und also ich wäre, wenn wir es selbst machen, eher für Englisch, aber Abstimmung ist gut. Ja. Ich würde dann am Ende so 3-2 sein oder so. Ja, so kommt so ungefähr hin. Könnt ihr mal, wenn ihr das Video hier guckt und ihr Lust habt, Kommentare zu schreiben, könnt ihr mal eure Meinung schreiben, was gefällt euch besser, Englisch oder Deutsch. Gilt auch für andere Spiele, zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie Darksiders, das haben wir, glaube ich, auch auf Englisch gespielt, oder? Zwei. Ja, Darksiders 2 haben wir auf, genau, Darksiders 1 haben wir auf Deutsch und Darksiders 2 auf Englisch gespielt. Also ich würde sagen, bei Gleichstand nehmen wir Englisch. Ja. Bei Englisch mehr Englisch und bei Deutsch mehr nehmen wir Englisch. Sehr gut. Klingt fair, oder? Ist nicht fair. Hey, Ultragarier. Nee, aber wenn jetzt alle sagen, dass Deutsch besser sein soll. Ja, wir nehmen dann Deutsch und sonst nehmen wir Englisch. Ja. Bei Gleichstand oder... Wenn es nicht anders geht wie hier. Ich meine, wir haben ja Rubin und Saphir auch auf Deutsch gespielt. Ja. Und das hier geht halt auf Deutsch nicht. Eben, genau. Dann müssen wir Englisch nehmen, aber sonst können wir gerne... Wir könnten ja auch meine Handy-Kartoffelkamera nehmen und meinen DS abfilmen. Ich soll selber darauf spielen. Nein. Das wäre voll unterhaltsam, sag ich dir. Da, die Qualität ist ja immer so gut bei uns. Ja. Alter, es ist 7:45. Ja, vielleicht sollten wir gleich dann mal aufhören. Aber wir haben erst vier Folgen. Wir haben eine halbe Stunde und jetzt haben wir schon wieder fast eine Stunde. Dann haben wir 6 Folgen. Dann reicht das auf jeden Fall, auch wenn wir uns Sonntag wieder treffen. Ja. Gut, dann machen wir die Stunde noch voll. Ja. Ich meine, nur. Es tut uns auch voll leid, dass wir jetzt hier die ganze Zeit nur grinden. Aber ja, aber das gehört auch zum Spiel, finde ich. Man kann nicht nur Fortschritt sehen hier, man muss auch ein bisschen... Wir sind ein bisschen durchs Spiel gerusht, muss ich schon sagen, so an manchen Stellen. Ja, und das ist das Problem jetzt. Aber jetzt, das passt ja gut, dass wir das vor dem letzten Orden machen. Mhm. Der benutzt Lick bei mir, ist denn der wahnsinnig? Der kann mich doch nicht ablecken. Doch, kann er. Warum auch immer Körperkontaktattacken gehen, aber bitte nicht gehen, aber... Es ist eine Geisterattacke. Ja, aber Zungen gehen. Er ist eine Geisterattacke. Mhm. Macht so viel Sinn. Verstehst du es nicht? Nein. Ich auch nicht. Wusstest du, dass Lick die einzige Geistattacke in Generation 1 ist, die normalen Damage macht? Echt? Weil Nachtnebel macht ja nur auf der HP basierend Schaden. Ja, das stimmt. Deswegen, ich glaube, Blutsauger, Duonadel und Schlecker sind die einzigen drei Attacken, die in der ersten Generation gegen Psycho-Pokémon sehr effektiv sind. Ui. Das ist ja ärgerlich. Ja. Ja, gegen Steine Feuer zu benutzen ist so clever. Aber es muss halt trainiert werden. Ich mach das hier. Hier sind Pflanzen-Pokémon. Mit EP-Teiler. Wenn das Pokémon, das kämpft, EP-Teiler trägt, kriegt es dann automatisch mehr Erfahrung? Nee, beide kriegen die Hälfte von dem, was man normalerweise kriegt. Nein, wenn jetzt Duckface den EP-Teiler hätte und das Pokémon besiegt, kriegt er nicht mehr. Ich glaube nicht. Weil ich habe Mini ja den EP-Teiler gegeben und der hat auch gekämpft eben. Kriegt er dann mehr? Aber ich meine, er bekommt mehr Erfahrung. Ich glaube nicht. Ja, doch, der eben 200 noch was bekommt und 400 noch was. Dann bekommt er die Doppelte. Das ergibt doch auch Sinn. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Doch, das ist so. Ich habe eben viel mehr Erfahrung bekommen. Das ist doch auch sonst Blödsinn, wenn man den sonst benutzen würde. Also sonst halt nur passiv.
Und aktiv kann man es so auch nutzen. Ich muss jetzt einen Ultigarier finden. Das Ultigarier hat 400 Erfahrung gegeben. Ich finde es eigentlich nur richtig. 264 für das kleine Vieh, das dürfte auch nicht so viel geben. 35, super. Oh, ein Schwab. Hey, Minis 34, geil. Das läuft ja hier. Ja, so langsam. Das läuft wie geschnitten Brot. Ich möchte ein geschnittenes Brot laufen sehen. Bernd das Brot? Aber nicht das geschnittene Brot. Ja, das ist halt das schreiende Bernd das Brot, weil es geschnitten ist. Ob es Schmerzen spürt? Ich glaube ja. Das Bernd das Brot. Kennst du den YouTube-Kanal High Five? Ja. Die hatten mal als Gastinterview den Sprecher von Bernd das Brot. Cool. Warum, weiß kein Mensch, aber der wohnt irgendwie auch in München, wo die sind und ja. Kennt man halt, ne, von der Stimme her. Ja. Ha, Magnitude geht nicht. Arschloch. Wie kann ein Stein erwolben? Er rollt zur Seite. Nein. Der hat diese Stopper, die man Arme nennt an den Seiten. Der kann nicht wegrollen. Hallo, er macht so. Self-Destruct, sehr schön. Okay. Und ich habe eine hohe Verteidigung, das halte ich gut aus. Gegen die Steine hier kann ich nicht so gut kämpfen. Das ist nervig. Wo bist du gerade mit deinen Pflanzen-Pokémon? Vor der Eishöhle. Das so. Wo war die Eishöhle? In der siebten Stadt? Ja. Dann fliege ich da auch hin. Kann ich nämlich hier mit Henry kämpfen. Ich mag den Namen Henry, der passt gut. Ich weiß auch nicht warum. Mahagoni Town, ne? Ja. Ja, das ist der Rage-See, das passt. Ach ja. Wenn du halt nach rechts gehst, ist da halt Wasser. Wenn du über das Wasser surfst, ist da so ein kleines Grasfeld in der Mitte. Wundervoll. Ich kann eigentlich jetzt auch mal wieder Bellsprout wegpacken. Ja, das stimmt. Das brauch ich nicht. Oh yeah, vergiftet sein. Denk dran, du musst meine Pokémon zensieren, da die auf der Ja, das, meine muss ich auch noch einmal. Weil, ja, ihr sollt das doch nicht sehen. Ja, ist ja auch so. Wir wollen ja noch, da waren nämlich die Pokémon drin, die wir ins Team nehmen. Das muss ja auch keiner sehen. Von den Fans. Das ist Top-Sekret. Top-Sekret ist das, genau. Das ist besser als Hyper-Sekret. Meister-Sekret ist aber noch am besten. Das funktioniert immer. Ja. Gotta catch them all. Das Meister-Sekret ist so geheim, dass niemand weiß, dass es überhaupt existiert. Und der Trick dabei ist, es existiert gar nicht. Genau. Aber pst, das habt ihr nicht von uns. Alter, ich komm nicht weiter. So, hat auch wieder eine Bäre, aber die lasse ich jetzt in Ruhe. Die nerven mich nur, ich benutze die eh nie. Ja, mich auch nicht. Kurt hat bestimmt schon wieder 20.000 Pokébälle für uns. Wenn du jetzt im Wasser nach unten links surfst. Also 20.000, der kann nur zwei haben. Nein, Herr, 20.000. Und wo soll ich surfen? Da, wo Wasser war. Da oben? Ja, und dann nach unten links. Da? Ja. Das ist eine Grasfläche irgendwo? Ja. Ist ja verrückt. Da kann man nur hinsaufen. Hinsaufen. Sauf, sauf, sauf. Du. Quapsel. Holy Swag. Das ist so niedlich. Das ist auch so ein niedliches. Man muss mal ein niedliches Team zusammenstellen. Teddy Ursa, Quapsel. Deoxys. Hier Pokémon einfügen. Deoxys, ey. Max Revive, cool. Ich wollte Sachen einkaufen. Ja, das fällt dir jetzt früh ein. Das solltest du vielleicht noch machen, weil wenn wir nächstes Mal aufnehmen, hast du es gerade hier vergessen. Ja, mache ich jetzt ja auch. Deswegen fliege ich ja jetzt auch. Ich denke mal Black Thorn. Mondschein, flieg und sieh. Black Thorn ist am besten nicht mit Sailor Moon. Das läuft ja immer noch auf. Ja, das hat doch jetzt wieder angefangen. Ja, eine neue Staffel. Ich weiß. Ja? Ja, eine ganz neue Staffel. Das läuft ja schon ewig und das nervt mich. Jede alle 5 Sekunden, immer wenn ich 5 Sekunden reinschalte, denke ich schon, oh, ist das nervig. Ja, aber es ist sehr erfolgreich. Davon habe ich noch ein paar, aber nicht genug. Ultraball kaufe ich mir nochmal 12 oder 10. Das ist gut, dann habe ich 15, das reicht. Für was auch immer du jetzt noch fangen willst. Oh, ein. Ich denke mal, da reicht's. Wenn ich 9 habe, insgesamt 10. Lavablumen. Und ich will vor allem Hyper Potions kaufen. Die sind nämlich wichtiger. Die sind teuer. Egal, ich habe. Was? 80. Lavablumen. Das ist ja fast so gut wie Flammenwurf. 75 Chance.
Nee, Lavaplume hat 100% Chance. Und 80 Schaden? Ja. Bist du denn verrückt? Das ist ja voll geil. Next Potion. Ah, ich weiß nicht. Doch. 5 Stück kaufe ich davon. Ja, mal, es ist gleich gut im Bayern. Okay, dann ist Lavaplume. So, die Stunde ist gleich rum. Wir kaufen noch kurz ein und dann... Was war ja, am besten? Super Repel war am besten, ne? Vom ja. Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Kaufe ich nochmal 8 Stück. Geld habe ich immer noch. Über 20.000. Ich kaufe ja nur sowas. Und sonst Full Heal. Alles da, das Problem. Oh, da habe ich noch 14, das reicht. Ja. Alles klar. Dann. Moment, Moment. Ich will auch noch kurz dahin gehen, wo... Alles klar, mach das. Mach das, tun, tun, tun. Ja gut, dann heißt es heute wieder goodbye, goodbye. Ich hoffe, dass wir das mit den Folgen so hinkriegen, dass wir dann direkt morgen die nächste Folge haben. Hatten da irgendwie in letzter Zeit ein bisschen Probleme damit. Ja, also du versuchst dein Bestes ja, und... dass ich das hinkriege, jeden Tag eine Folge zu machen. Genau, wir treffen uns Sonntag wieder. Genau. Da geht's dann weiter und nächste Woche dann treffen wir uns wieder nochmal Dienstag zum normalen Aufnehmen. Ja, und dann am Wochenende Samstag, wahrscheinlich. Samstag den Livestream. Hoffentlich. Hoffentlich. Du informierst dich ja. Ja. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Wahrscheinlich Mario Party. Ihr könnt gerne noch schreiben. Ja, natürlich. Immer irgendwelche Suggestions reinschreiben. Ich weiß gar nicht oft, wie. Obwohl, ja, wenn wir Samstag streamen, dann haben wir noch genug Zeit, die ganzen Kommentare zu lesen und auszuwerten. Ja. Ja. So, gespeichert habe ich auch. Ja, dann heißt es bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Pokémon. Hardgold und so selber mit Troyet. Tschüss. Tschüss.